So C++ programmers kind of use typecasting, like we just go for a beer at a bar. Ja, C++-Programmierer benutzen Typecasting, so wie wir einfach nur ein Trinken gehen. Und man muss mit den Typen sehr vorsichtig umgehen. Speicherzugriff kann ein Problem sein. Und das führt zu allen möglichen Problemen, insbesondere Typenverwirrung oder Type Confusion. Matthias ist hier zu uns gekommen von der Purdue University, um uns zu erzählen von einer Compiler-Erweiterung, die einige von diesen Problemen beheben sollte. Und jetzt übergebe ich an Matthias. Vielen Dank für die Einführung. Wir sprechen heute über Type Confusion und verschiedene Arten von Typsicherheit und Verwundbarkeiten, die ausgenutzt werden können von Angreifern, die damit Code Execution erreichen können. Wir haben einige Zeit daran gearbeitet, die Typhierarchie von C++ auf verschiedene Vulnerabilities zu untersuchen, die dann ausgenutzt werden können. Und ganz einmal melden bitte, wer programmiert C++? Ja, im Wesentlichen jeder. Wer hat mehr als, sagen wir mal, 10.000 Zeilen C++ geschrieben? Das sind auch immer noch viele. Das ist eine gute Voraussetzung. C++-Programmierer, ihr kennt bestimmt die verschiedenen Formen von Typecasting, Static Cast, Dynamic Cast und noch einige andere Arten. Und interessanterweise hat C++ überhaupt keine Art von Typsicherheit. Das heißt, dieser Vortrag könnte auch beschrieben werden, folglich mit einer Chance für Taschenrechner. Und es gibt viele Möglichkeiten, diese Type Confusion auszunutzen. Type Confusion, damit kann man Remote Code Execution erreichen. Das heißt, ein Angreifer kann diese Arten von Typverwirrung ausnutzen, um beliebigen Code auf deinem System auszuführen. Und insbesondere Browser, Hypervisors und Kernels sind Angriffsziele für diese Art von Type Confusion und die auszunutzen. Als wie man kürzlich gesehen hat auf der Pwn2Own Competition, und hier sehen wir einige Arten von dieser Type Confusion, die benutzt werden, um Taschenrechner aufpoppen zu lassen überall. Der Taschenrechner zeigt einfach, dass man beliebigen Code ausführen kann. Und wenn man darüber nachdenkt, dann sieht man, dass die Angriffsfläche, die wir auf unserem System haben, ist riesengroß. Wir arbeiten nicht einfach nur mit Systemen von wenigen tausend Codezeilen, sondern es geht um viele Millionen von Codezeilen. Das heißt, die Abstraktion ist riesig. Und wenn man Google Chrome zum Beispiel anguckt, wir haben mehr als 100 Millionen Codezeilen. Und das ist eine riesige Codebase, die wir hier haben. Und es ist sehr schwierig, sich zu verteidigen gegen Exploits hier. Und die Leute bei Google machen ganz tolle Sachen mit Code Reviews und Tests und alle verschiedenen Möglichkeiten zu testen. Aber es gibt immer noch ganz viele Möglichkeiten von Type Confusion hier. Und es ist nicht nur Google Chrome mit 67 Codes, Millionen Codezeilen, sondern auch etliche andere Systeme. Da ist der Window Manager. Es gibt noch die Standardbibliotheken, der Linux-Kernel und der Hypervisor und so weiter. Und das sind dann mehr als 100 Millionen Codezeilen insgesamt. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten für Type Confusion. Wir untersuchen diese verschiedenen Arten von Type Confusion und versuchen herauszufinden, wie man solche Vulnerabilities finden kann, wie man welche Möglichkeiten ein Angreifer hat durch diese Typverwirrung. Was ist der Attack-Vektor? Was sind die Attack-Primitive? Wie kann man die Attack-Primitive bauen? Wie kann man das automatisch rausfinden, da Exploits für zu finden? Das Angriffsmodell ist so, wir haben einen externen Benutzer ohne jede Möglichkeit, Code auszuführen. Man muss sich vorstellen, dass an einem Ende ein Programm ist, das auf Anfragen antwortet. Man schickt eine Anfrage und bekommt eine Antwort. Man hat bestimmte Arten von Berechnungsmöglichkeiten. Man hat eine Anfrage und eine Antwort und dazwischen findet eine Berechnung statt, die
Man ist einfach limitiert, was man ausführen lassen kann. Wenn man einen Webserver anfragt, dann schickt man eine Anfrage hin und bekommt einen HTML-File zurück. Und das kann man dann im Browser rendern. Und ein Angreifer versucht, einen Request so zu bauen, dass er statt HTML dann zum Beispiel eine Shell bekommt. Und die, unter den Schritten sind dabei, dass man ein externer Benutzer ist, der eine Anfrage stellt, um ein Dokument bekommt, für einen lokalen Benutzer, um letztendlich ein Administrator zu werden. Und diesen Schritten folgt man, um die Möglichkeiten zu erhöhen, die man hat, Schritt für Schritt. Und das Schöne daran ist, dass man ein externer Angreifer kann einfach diese Angriffe auslösen durch ganz einfache Möglichkeiten, indem er einfach nur eine Anfrage hinschickt. Aktuelle Software, da geht es im Wesentlichen um Control Flow, die Übernahme von Control Flow. Und die Software Security Community hat in den letzten 20 Jahren oder so, haben wir ganz viele Mitigations, ganz viele Verteidigungen dagegen gefunden, um solche Exploit-Möglichkeiten zu finden. Und wenn man jetzt diesen Angriff nimmt, den ich eben gezeigt habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine große Menge Code Verwundbarkeiten enthält. Und wir arbeiten an Mechanismen, die Integrität und Verfügbarkeit sicherzustellen, selbst wenn es Vulnerabilities gibt. Das heißt, am Anfang müssen wir akzeptieren, dass da Fehler sind in unserem Code. Das heißt, alle Verteidigungen, die wir machen, sind vor allem konzentriert darauf, den kompletten Exploit auszuführen. Und in den letzten mehr als 20 Jahren haben wir mehrere Mitigations und Verteidigungen erfunden, die es immer schwerer machen für Angreifer, wirklich Code auszuführen auf unseren Systemen. Das heißt, wenn man den Control Flow übernehmen will auf einem System, muss man erstmal durch mehrere Reifen springen, um dann den Code ausführen zu können. Und dann kann man zum Beispiel den Taschenrechner starten oder andere Kommandos ausführen. Ein Control Flow Hijack Attack beeinflusst den Adressraum von einem Prozess, von einer Applikation, um die verschiedenen Code-Pointer und Daten zu beeinflussen, sodass etwas anderes ausgeführt wird. Also man kann sich vorstellen, dass der Code ist normalerweise nur der Webserver, aber anstatt dass er ein Webdokument ausliefert, willst du, dass er eine Shell öffnet, die dann die vollen Berechnungsmöglichkeiten eröffnet, sodass man interagieren kann mit dem System und vielleicht noch die Privilegien erweitern kann auf Administrator. Und wir haben eben die Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt, die ein Angreifer haben kann, selbst wenn es Verwundbarkeiten gibt, auch Typsicherheitsverwundbarkeiten. Und diese Folie zeigt das in abstrahierter Form. Das heißt, wir sehen hier den Code. Den kann man nur lesen und ausführen. Und ein Angreifer, das ist nur das Einzige, was lesbar und ausführbar ist. Das heißt, ein Angreifer kann nicht einfach Code einfügen. Und das ist eine der Verteidigungsmöglichkeiten, die wir haben. Und dann gibt es daneben noch den Heap und den Scap. Die kann man lesen und schreiben, aber nicht ausführen. Das heißt, die eine einzige Möglichkeit, wie ein Angreifer das beeinflussen kann, ist, dass er die Daten ändert, um dann den Code zu ändern. Und was wir haben, ist, wir haben eine große Menge Code-Pointer auf dem Heap und auf dem Stack, die zeigen auf eine Code-Region. Um den Code auszuführen oder um den Control-Flow zu übernehmen, können wir einfach diese Code-Pointer überschreiben und dann die auf eine andere Stelle zeigen zu lassen. Und das ist genau das, was passiert beim Control-Flow-Hijack. Und das kann auch Code-Pointer sein, die direkt auf den Code zeigen. Oder wir können auch über Heap-Tables gehen. Das ist eine Art, wie C++ Inheritance handhabt, über virtuelle Funktionen. Das heißt, man erlaubt es, dass die Funktion überschrieben werden kann durch die Klassenhierarchie. Und wenn man eine virtuelle Funktion nimmt, dann übernimmt man einen Code-Pointer und lässt den auf eine bestimmte klassenbasierte Implementation zeigen. Und als Angreifer kann man versuchen, diese ganzen Pointer umzubiegen und dann den Code irgendwie zusammenzustückeln, dass er das tut, was man möchte. Wie die Handzeichen vorhin gezeigt haben, sind die meisten von euch bereits C++-Programmierer, aber ich möchte doch noch einmal auf das C++-Casting-Verhalten eingehen. Selbst wenn ihr C++ eine Weile benutzt habt, seid ihr vielleicht nicht
ist euch vielleicht nicht ganz klar, wie die verschiedenen CAS-Konstruktionen in einen tatsächlichen Code, in Maschinencode in der Applikation kompiliert werden. Wir haben verschiedene statische CAST-Operationen. Das eine ist der statische CAST und der dynamische CAST. Ein statischer CAST kann ein Objekt, ein Pointer auf ein Objekt in einen anderen Typ umwandeln. Der Vorteil ist, es ist ein statischer CAST, ist sehr, sehr schnell, aber er macht nichts. Er macht nur zur Compile-Zeit einen Check, ob die Umwandlung erlaubt ist. Und wenn es irgendeinen Pfad in der Klassenhierarchie gibt, der vom Quelltyp zum Zieltyp geht, dann ist der CAST erlaubt. Es braucht keinerlei Laufzeitinformationen, es führt keinen Overhead ein, was wirklich gut ist für die Performance, aber es gibt einem keinerlei Sicherheitsgarantien. Ein dynamischer CAST auf der anderen Seite führt einen dynamischen Check zur Laufzeit aus. Es ist sehr ähnlich zu einem CAST in einer anderen Programmiersprache wie Java. Da wird tatsächlich erzwungen, dass das Objekt tatsächlich von dem Typ ist, auf den es gecastet wird. Und auch in C++ führt ein dynamischer CAST zu einem Laufzeitcheck. Um tatsächlich einen Laufzeitcheck auszuführen, braucht man Laufzeit Typinformationen. Wir müssen wissen, was ist der Typ der Speicherbereichs, auf den wir gucken. Man muss den zugrunde liegenden Typ des Speicherobjekts irgendwie zur Verfügung haben. Das ist eines der Nachteile von C++. Von C++ ist im Wesentlichen eine Erweiterung von C und in C ist alles im Prinzip ein ungetypter Speicherbereich. Alles ist einfach nur Haufen von Bytes. Wenn man ein Zeichenarray hat, ist es einfach nur eine Menge von Bytes. Und beim dynamischen CAST benutzt man einen eindeutigen Identifizierer für ein Objekt, um zu entscheiden, welchen Typ es hat. Da wird zum Beispiel der VTable-Pointer benutzt. Das ermöglicht es, einen eindeutigen Identifizierer für ein Objekt haben. Das erlaubt einem zu sagen, dies ist der Laufzeittyp des Objekts. So kann man zwischen verschiedenen Objekttypen unterscheiden. Lass uns etwas detaillierter in das Casting-Verhalten gucken. Wenn man einen statischen Cast hat, wie caste ein Objekt B in einen Pointer auf Greeter, das wird in einen Load der Pointers B kompiliert und dann eine Speicheroperation in das X-Register dieser anderen Area. Es passiert keinerlei wirkliche Typüberprüfung. Der Compiler macht nur einen Möglichkeitstest-Check von B nach A beim Kompilieren. Wenn man einen dynamischen CAST ohne Optimierung mit O0 übersetzt, sieht man, dass ein ganzen Haufen mehr Code erzeugt wird. Man lädt den Pointer, macht einen Null-Check, dann laden wir den Pointer zu der Greeter-Class und zu der Basisklasse und dann führen wir einen vollen dynamischen CAST aus. Das ermöglicht es uns zu überprüfen, dass der tatsächliche Typ des Objekts zu dem erwarteten Typ entspricht und wir machen einen vollständigen Laufzeitcheck. Wenn wir das optimieren, dann laden wir die beiden Klassenpointer und wir testen, dass vergleichen das mit dem Typ des Speichers und führen dann gegebenenfalls den CAST auf. Ein statischer CAST optimiert nichts. Wir kriegen keine Instruktionen. Ein statischer CAST führt überhaupt kein Laufzeit-Overhead und keinerlei Laufzeitüberprüfungen. Erinnert euch an das, ein statischer CAST führt nicht dazu, dass zur Laufzeit irgendwelche Instruktionen ausgeführt werden. Kein Performance Overhead, no security guarantees. Keinerlei Sicherheitsgarantien. Now, with this knowledge, what mit diesem Wissen können wir uns fragen, was ist Typverwirrung? Type Confusion folgt aus unzulässigen Downcast. Nehmen wir an, wir haben eine Elternklasse und zwei abhängige Klassen, Kind 1 und Kind 2.
wenn wir jetzt ein Objekt des Typs Child 1, also Kind 1, allozieren und in dem C-Pointer speichern, können wir es zu dem Parent-Type casten. Da diese beiden Klassen voneinander abhängig sind, ist das ein gültiger Cast. Wir können den Pointer auf P irgendwohin speichern, und wir können das Parent-Object mit den Feldern des Parent-Objects benutzen. Als zweiten Step können wir das Parent-Object in ein Child-Object casten. Aber dieser statische Cast macht keine Checks und das würde zur Laufzeit zur Typverwirrung. Das ist wirklich das, wo der ausnutzbare Verhalten kommt. Mit diesem statischen Cast, der nicht gecheckt wird, kann dieser statische Cast missbraucht werden, um die zugrunde liegenden Speicherbereich als einen anderen Typ zu interpretieren. Lass mich ein bisschen mehr Hintergrund über diese Typverwirrung geben. Wir haben die Parent Class und die Child Class. Wir nehmen nur die beiden, um es etwas einfacher machen. Das Parent-Objekt hat nur eine einzige Variable in sich, x, vom Typ int, und die Kindklasse hat einen zweiten Wert und eine virtuelle Funktion, die print genannt wird. Wenn wir ein p-Objekt haben, allozieren wir nur die 4 Byte für den Integer. Wenn wir ein C-Objekt allokieren, haben wir den Retable-Pointer, der auf den Speicherbereich zeigt, der die ganzen Code-Pointer enthält, und wir haben den X- und den Y-Speicherbereich, der benutzt werden kann. Lass uns annehmen, wir allozieren ein neues P-Objekt. Wenn wir einen statischen Cast auf C durchführen, steigt dieser C-Pointer oberhalb des tatsächlichen Objekts. Und das zugrunde liegende Objekt, die Daten, die an der Stelle sehen, würden als ein Vortable Pointer neu interpretiert werden, zusammen mit dem Y-Integer, also Y-Integer, der gelesen und geschrieben werden kann, das den zugrunde liegenden Speicherbereich zugegriffen werden. Und das führt zu Speichersicherheitsverletzung und zu Übernahme des Kontrollflusses. Das ist das Erste, was passiert. Es verletzt die Integrität der zugrunde liegenden Anwendung und es ist der wichtigste Angriffsvektor für einen Angreifer, diesen Bug auszunutzen. Es kann entweder als eine Speichersicherheitsverletzung benutzt werden oder um den Kontrollfluss zu übernehmen. Wie benutzen wir diesen Vulnerability Type, um einen Primitive für den Ausnutzung einer Sicherheitslücke zu bauen? Nun, wenn man da Type Confusion, also Typverwirrung, ausnutzen will, versucht man zwei Pointer zu kontrollieren, die einen verschiedenen Typ haben, die beide zu der gleichen Speicherbereich zeigen. Diese beiden Pointer vom verschiedenen Typ erlauben es dir, die Felder des Speichers als verschiedene Typen anzusprechen. Wir haben zum Beispiel zwei Pointer auf diesem Speicherbereich. Zum Beispiel auf dem ersten ist der erste Eintrag als ein V-Table Pointer und im zweiten Typ ist es als eine Long Integer interpretiert. Und wenn man den Setter für diesen Long-Wert benutzt, kann man den V-Table Pointer in der anderen Ansicht überschreiben. Also stellt ihr an, man benutzt den ersten View, also den rechten View, um den Wert zu setzen und den zweiten, um dann darauf zu dispatchen und den Code aufzurufen. Eine einfache Demonstration, um die Mächtigkeit dieses Angriffs zu zeigen. Nehmen wir an, wir haben eine Basisklasse, die eine bestimmte Funktionalität folgt und wir haben zwei Unterklassen, die bestimmte Funktionalität implementieren. Und wir haben eine Art Executor as a Service. Beide sind als virtuelle Funktion implementiert und wir möchten weil wir unser Framework auf dieser Funktionalität bauen wollen, wir möchten diese Funktionalität überschreiben können. Also implementiert dieser Executor Service eine einzige Funktion namens Exit, die dann an System übergeben wird, um es als ein Programm
zu geben. Und die Greeter-Funktion druckt den String einfach nur als String aus. Es gibt keine Art, das zu verwirren, weil die haben verschiedene Namen. Richtig? Now, aber wenn wir zwei Basisobjekte allozieren, B1 und B2, der erste vom Typ Greeter und den zweiten vom Typ Exec, dann können wir tatsächlich diese Objekte dispatchen. Wir allozieren diese beiden Objekte vom Typ Greeter und Exec. Dann casten wir das erste into Greeter und wir rufen Greeter say hi auf und der Greeter sagt hi. Bei dem zweiten Objekt casten wir es nach Greeter. Der Compiler führt einen Compile-Time-Check aus und sagt, okay, ja, der Greeter ist eine abhängig von, also abgeleitete Klasse von BaseTag, also ist dieser statische Cast erlaubt. Und dann können wir say hi mit diesem seltsamen String userbin xcalc ausrufen und es funktioniert, der Compiler beschwert sich nicht. This is actually really fun. Und das ist wirklich lustig, wenn man sich das anguckt. Wir sehen, das ist genau der Code, den ich gerade gezeigt habe. Wir haben den statischen Cast nach Greeter und wir haben den statischen Cast nach Greeter hier und wir rufen zweimal say hi aus. Also wir rufen make auf, bauen das Programm und dann wir allozieren zwei Objekte vom Typ Greeter und Exec. Und wir rufen zweimal die SayHi-Methode auf und wenn wir es ausführen, der erste Aufruf von SayHi sagt Hi und der zweite Aufruf von SayHi öffnet den Taschenrechner, was nicht das ist, was wir möchten. Wenn man guckt, wie das tatsächlich implementiert wird, nun, warum passiert dieser Bug? Der zugrunde liegende Bug ist, dass der Compiler nicht davon abhalten kann, eine Base-Klasse in eine Greeter-Klasse zu casten, obwohl es tatsächlich in Wirklichkeit eine Exec-Klasse ist. Wir haben die beiden V-Tables, der eine zeigt auf den V-Table von Greeter und der andere auf die V-Table von Exec. Und wir können einfach zwischen diesen beiden hin und her casten, ohne dass das Typsystem in C++ sich darüber beschwert. Und wenn man auf die tatsächliche Implementation anguckt und sich anguckt, was da tatsächlich als kompiliert wird, wir dereferenzieren das erste Feld der V-Table, das erste Feld der Klasse, das ist die V-Table, dann den ersten Pointer in der V-Table und rufen den auf. Und egal, ob wir say hi sagen oder exec, in der exec class instead of, das ist der gleiche und in der zweiten Fall ruft er halt stattdessen die exec Methode auf. Das ist eine lustige Art, Software auszunutzen. Die Frage ist, wie finden wir diese Art von Vulnerabilities? Wie könnten wir das in Software finden? Der klassische Ansatz ist, den die Leute für die letzten paar Jahre benutzt haben, insbesondere im Vulnerabilitäten in Browsern zu finden, ist Fuzzing. Aber was das heißt halt, ja, wir machen Fuzzing und wir versuchen diese Typverwirrung für Vulnerabilitäten zu finden, aber es ist relativ hart, sie zu finden und sie zu triggern, weil man nicht den tatsächlichen Check erzwingen kann. Die einzige Möglichkeit, einen Fehler zu finden, ist, wenn man tatsächlich Korruption hat, wenn man in einen Segmentation Fault läuft. Ansonsten, wenn kein Crash gibt, kann man nicht feststellen, dass die Typkonfusion vorhanden war. Wenn man nur es kann viele Typkonfusionen geben, die ausgenutzt werden könnten, die man übersieht, weil sie nicht zu einer
einem Crash führt. Und die Frage ist, können wir diese fehlenden Typverwirrungen finden? Und das heißt, wie finden wir raus, wann diese illegalen Typecastings stattfinden? Und das zugrunde liegende Problem ist, in C++ ist ein statischer Cast, wird nur zur Kompilierzeit überprüft, ist sehr schnell, aber gibt uns keine Garantien zur Laufzeit. Auf der anderen Seite haben wir dynamischen Cast, der zur Laufzeit überprüft wird, und das ist aber viel Overhead und es gibt nur wenige Polymorphe, es gibt nur für wenige polymorphe Klassen. Und warum sind dynamische Klassen auf polymorphe Klassen beschränkt? Wir brauchen eine Möglichkeit, individuelle Objekte zu identifizieren oder den Typ der Objekte, und der VTable Pointer ist so ein Feld, und das liegt am Design von C++. In C++ ist ein Struct eine Klasse und eine Klasse ist ein Struct, und wenn man ein Struct in C alloziert, dann weiß man nicht, was der Typ ist, der zugrunde liegt. Und C erinnert sich nicht daran, dass man einen Foo-Struct hat, sondern nur einen, wenn man eine Type-ID hat, nur dann kann man tatsächlich den Typ identifizieren. Sichere, objektorientierte Sprachen wie C-Sharp und Java und so, wenn immer man ein Objekt alloziert, dann hat man eine Type-ID und die identifiziert dann den Typ, und das fehlt in C++. Und deswegen können wir nicht alle Casts explizit überprüfen, sondern nur für polymorphe Objekte und Klassen. Und hier fehlt aber noch was. Wir müssen einen echten Type-Check machen können für alle diese Objekte. Das heißt, nach dem Motto des Kongresses müssen wir jetzt was tun, und wir haben Type Safety für C++ eingeführt. Und die zugrunde liegende Idee ist, dass wir jeden Typecast checken wollen. Das heißt, wir machen einen dynamischen Check für jeden Typcast, und dann entfernen wir aggressiv alle Casts, die wir können, in unserem Design und in unserer Implementation. Das heißt, wir machen Typchecks explizit. Das heißt, wir forcieren den Laufzeitcheck in allen Casts, für alle dynamischen Casts, für statische Casts und Reinterpret Casts. Und das hört sich an wie ein Widerspruch. Ich habe gerade erzählt, dass es gar nicht geht in dem existierenden Framework in C++, denn wir haben keine Möglichkeit, den zugrunde liegenden Typ eines Objekts zu identifizieren. Also wie lösen wir dieses Problem? Wenn immer man ein Objekt baut und den Constructor baut, und dann speichern wir diesen Speicherbereich und wissen, dass ein bestimmter Speicherbereich von einem bestimmten Typ ist, und wir haben eine Meta-Tabelle im Hintergrund, und dann können wir einfach nachgucken. Für jedes Byte im Speicher können wir nachgucken, welchen Typ hat dieses Stück Speicher, und dann können wir diese Informationen verwenden in allen Casts. Das heißt, wir in einen statischen Cast durch einen Laufzeitcheck, und wir können dann immer Type-Confusion-Probleme direkt beim Cast erkennen und nicht erst später, wenn wir zum Beispiel Speicher-Corruption haben. Also wir bauen eine globale Typenhierarchie während der Kompilierung der Software, und wir speichern alle Typen, wir instrumentieren die Allozierung des Speichers, und in einem zweiten Schritt können wir dann für jeden Typecast zur Laufzeit können wir dann diesen Check ausführen und feststellen, ob es tatsächlich passt. Wir haben dieses große System gebaut, auf LLVM basierend, und der Instrumentierungs-Source-Code baut auf Clang auf und hat explizite Typ-Checks, und während der Kompilierung machen wir Object-Tracing und verfolgen die Typhierarchie, und dann können wir zur Laufzeit feststellen, ob irgendwas passiert, und haben dann ein hardened Binary, und ihr kennt vielleicht vorherige Arbeiten, und die das für polymorphe Strukturen überprüfen, und wir können das jetzt für alle Typecasts machen, auch für statische Casts und dynamische Casts. Wir haben die Allozierung von neuen Objekten, wir haben Placement New, und wir haben Reinterpret Cast und auch einige andere Sachen. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, dass wir haben auch versucht, echte große Software zu übersetzen wie Chrome, und
Das Problem ist, sobald man volle Type-Checks für jeden Cast forciert, dann bekommt man einen riesigen Overhead. Das heißt, unser Haupttask war dann, den Overhead zu reduzieren, damit es benutzbar wird. Das heißt, wir haben Tracing auf Unsafe-Objekte entfernt. Das heißt, wenn es nur in einem sicheren Kontext benutzt, wenn es niemals für Casting benutzt wird, dann brauchen wir es nicht zu instrumentieren, denn wir kennen den Typ des zugrunde liegenden Objekts und wenn es nie gecastet wird, dann brauchen wir es nicht und dann können wir dafür das Tracing entfernen, wenn es nie gecastet wird im ganzen Programm. Wir beschränken uns auf unsichere Casts. Wir machen eine statische Verifikation innerhalb des Scopes der Funktion, um herauszufinden, welche Teile des Codes tatsächlich auf sichere Art genutzt werden. Und dann können wir auch weitere der Casts entfernen. Wir ersetzen auch alle dynamischen Casts mit unserem speziellen Cast. Und unser Cast, den wir entfernt haben mit den Metadateninformationen, ist viel schneller als andere, als Casts, die durch die RTDI-Informationen gemacht werden, das durch den Original C++-Cast. Das heißt, dynamischer Cast ist nie optimiert worden. People benutzen das kaum, weil es so viel Performance-Overhead hat und deswegen ist es nicht optimiert worden und deswegen wird es nicht benutzt. Das heißt, das ist ja eine Schleife. Wenn wir alle dynamischen Casts durch unseren Cast ersetzen, dann können wir die Performance erhöhen. Interessanterweise, indem wir einfach nur dieses machen, haben wir schon 4 neue Vulnerabilities in Apache Xerxes gefunden. Das ist eine große XML-Verarbeitungsbibliothek. Und da waren Casts von einer DOM-Textimplementation zu einer DOM-Element-Implementation und damit konnten wir solche Typen anders interpretieren und wir haben auch Type Confusion gefunden in der Qt-Base-Bibliothek, die vom Node-Base zum NAP-Node. Und die waren einfach zu findende Sachen. Die haben wir einfach nur kompiliert und einfach nur benutzt. Und indem wir die einfach nur kompiliert haben mit unserem Type-Checker, können wir bereits Vulnerabilities finden und Fehler in der Software, indem wir sie einfach nur in der ganz normalen täglichen Umgebung laufen lassen. Das war der erste Schritt und wir haben einige verschiedene Verwundbarkeiten gefunden, aber wir wollten noch einen Schritt weiter gehen. Und einige Wochen vor dem Kongress haben wir angefangen, alles zu fuzzen, fuzzing zu machen auf allen Dingen. Und wir können zum Beispiel unsere Type Safety kombinieren mit AFL. Das heißt, wir können beliebige C++-Software kompilieren mit dem Hextide LLVM-basierte Instrumentierung. Und dann können wir die über LLVM laufen lassen und finden dann verschiedene Arten von Type Confusion. Wir lassen einfach AFL seine Magie machen und dann haben wir alle Type Confusion Reports und können die dann behandeln und finden viele verschiedene Verwundbarkeiten. Und ich möchte gerne noch ein Shoutout machen zu den Studenten, die ganz viel Arbeit gemacht haben und diese Systeme gemacht haben und ganz viele der Verwundbarkeiten behandelt haben. Und wir haben einige Zeit damit verbracht, unseren Ghetto-Fuzzing-Cluster zu benutzen, der bei einem Studenten unter dem Tisch sitzt. Wir haben relativ wenig Leistung, nur 5 Maschinen, die verschiedene Software laufen lassen. Aber trotzdem haben wir ziemlich viele interessante Fälle gefunden. Nach 2 Wochen Fuzzing haben wir 2 neue Type-Confusion-Bugs im Qt-Core gefunden, leider nicht ausnutzbar. Aber die sind schon inzwischen gefixt und wir haben noch einen Bug in Xerxes gefunden und wir haben 7 Probleme gefunden in Libsys und da gucken wir gerade noch, ob die ausnutzbar sind. Und es hat sich herausgestellt, dass praktisch alle Software wird mehrere Reports erzeugen. Und einige dieser Reports stammen daher,
dass wir prinzipielle Probleme mit C++ haben, weil es keine explizite Typinformation gibt. Und Entwickler missbrauchen das Typsystem in vielen verschiedenen seltsamen Wegen, die dann zum Teil zusätzliche Nachrichten bringen, Reports bringen. Und dann nachzugucken, ob das echte Bugs sind oder nicht, ist noch zusätzlicher Overhead, zusätzlicher Zeit, die wir reinstecken müssen. Zum Beispiel in LibSAS. Wir konzentrieren uns auf kleine Software, vor allem um herauszufinden, ob das skaliert, um Bugs zu finden. Aber wir haben auch zum Beispiel Firefox angeguckt, um den Performance-Overhead herauszufinden. Und das sind die Ergebnisse für Firefox, die wir haben. Und die sind ziemlich eindrucksvoll. Das heißt, mit einer spezifischen Benchmark haben wir gefunden, dass, sagen wir mal, einige Type Confusion Reports gefunden haben. Und wir wissen noch nicht, wie wir diese große Anzahl handhaben sollen. Viele von denen werden Duplikate sein. Viele werden auch falsche Positivberichte sein. Und wir versuchen, das zu reduzieren auf eine kleinere Menge von echten Fehlern, die wir dann an Firefox berichten können. Das große Problem, das wir mit Firefox haben und auch bei Chrome und aber noch mehr bei Firefox, ist, dass der Code wirklich, wirklich messy ist. Und Firefox hat viele Allozierer, viele Allocators. Es gibt mehrere Stellen im Code, die verschiedene Teile vom Heap handhaben und wird Daten hin und her geschoben und Daten geshared. Und es gibt seltsame Allocators, die verschiedene Sachen an verschiedenen Stellen. Und es sind nicht wirklich 7 Milliarden Type-Confusion-Bugs in Firefox, hoffen wir jedenfalls nicht. Die echte Anzahl ist wahrscheinlich viel niedriger. Aber es ist ein erster Schritt und wir arbeiten daran, diese Zahlen zu reduzieren. Also Firefox ist Arbeit, an der wir gerade im Moment sind und wir sehen zu, wie wir das besser benutzbar machen können. Und wenn man am Schluss nach 5 oder 6 Tage Fuzzing, wenn man dann 7 Milliarden Reports hat, dann ist das auf jeden Fall viel zu viel. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir das reduzieren können und gucken, welche davon wirklich interessant sind. Tja, kommen wir zur Zusammenfassung. Was haben wir gemacht? Was sind die nächsten Schritte? Wie können wir von hier weitergehen? Auf der einen Seite, wir wollen alle Dinge fassen. Wir wollen tiefer gehen, wir wollen mehr Software benutzen, wir brauchen bessere Testfälle, bessere Fass-Inputs, bessere Code-Abdeckung. Insbesondere, wenn wir auf Firefox gucken, eine Sache, die wir machen wollen, ist selektives Fuzzing. Ein großes Software zu fassen, kann in einer sehr großen Anzahl falscher Positiver führen, auf der Art, wie die Software aufgebaut ist, die Architektur der Software ist. Es kann sein, dass man ein Objekt alloziert, dass man es mehrfach benutzt, ohne dass es zwischenzeitlich freigegeben wird, oder dass wir einen Schritt zurückgehen. Eines der Probleme, die wir bei Firefox gesehen haben, die zu vielen Berichten führt, ist, dass man häufig ein Objekt alloziert, man das Objekt an ein Objekt, an einen Pool zurückgibt, der Anwender weiß, dass es keine Referenz auf dieses Objekt gibt, aber der Benutzer weiß, dass es keine Referenz mehr gibt und es wird dann später als ein anderer Typ zurückgegeben. Das ist keine Vulnerabilität, das ist einfach eine Merkwürdigkeit des Typsystems. Also wir wollen selektiver fassen können. Wir sind nur in dieser Teilmenge der Typhierarchie interessiert. Wir wollen nur Checks für diese Teilmenge der Typhierarchie interessiert. Wir wollen aber nicht diesen ganzen Rest fassen. Also nur den DOM, das DOM oder nur die JavaScript-Objekte oder sowas. Außerdem gucken wir in einen Always-On-Check, also einen immer laufenden Check für polymorphe Objekte. Eine Option ist, dass man den Typ des Objekts trackt jedes Mal, wenn man einen virtuellen Aufruf macht. Das wird von der Typverwirrung, die wir vorhin gesehen haben, schützen. Und als ein Beispiel, wenn man auf den Code hier anguckt,
Wenn ich den kompiliere, hat es zwei Versionen gebaut. Die zweite Version ist die mit Typsicherheit, mit dem Typsicherheitsmechanismus. Und wenn ich es mit diesem Typsicherheitsmechanismus Schutz laufen lasse, statt die, dann gibt es einem tatsächlich einen Report zurück, dass eine Typsicherheit, also eine Typverwirrung vorliegt, anstatt den Rechner aufzumachen. Und das wollen wir erweitern damit wir größere Systeme laufen lassen können und dass wir es auf Firefox selektiv machen können. Aber auch ihr könnt es für eure Software benutzen, um spezifisch gegen diese Art Dispatch-Vulnerabilitäten euch zu schützen. Wir sagen Say Hi, er möchte dispatchen und wenn es tatsächlich die Exit-Methode ist, stoppen wir das Programm. Also Schlussfolgerung, Typkonfusion, also Typverwirrung ist in heutigen Exploits für Software fundamental. Vorhandene Lösungen sind unvollständig, schützen nur teilweise und sind sehr langsam. Um große Systeme wie Firefox schützen zu können, müssen wir neue Ansätze entwickeln, um für Typkonfusion zu schützen. Hextype erlaubt es, auf also Typverwirrung festzustellen, aber nicht, das erlaubt es, den wahren Typ jedes Objekts nachzuvollziehen, und beim Cast oder Dispatch erlaubt es, einen tatsächlichen Typcheck durchzuführen. Also wir können den Typverwirrung abfangen, aber keine Speichersicherheitsverletzung. Und mit Fuzzing habe ich gezeigt, man kann eine nette Menge an Bugs finden, die jetzt gerade gefixt werden oder gefixt wurden. Das hat verträglichen Overhead, also bei Firefox haben wir eine Verlangsamung zwischen 0% und 50%. Und man kann das mit AFL integrieren, um auf großen Bereichen Bugs zu finden. Und wie immer bei unserer Forschung ist es Open Source. Es braucht ungefähr 15 Minuten, um es auf eurer Maschine zu bauen. Und dann kann man eure Software mit LLVM und vollem Typchecks kompilieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und beantworte gerne weitere Fragen. Awesome. So, we have four microphones here. One, two. So, wir haben vier Mikrofone hier, 1, 2, 3, 4, wo ihr Fragen stellen könnt. Und um klar zu sein, eine Frage ist vielleicht ein oder zwei Sätze mit einem Fragezeichen am Ende. Und damit fange ich mit Mikrofon 2 an. Danke für die Präsentation. Wäre es auch möglich, ein Compiler-Plugin zu haben, das einem das verhindert, dass man statische Casts missbraucht? Kann man etwas bauen, das einem nicht erlaubt, statische Casts mit Dynamic Dispatch zu benutzen? Da muss ich gerade mal drüber nachdenken. Würdest du die Typ-Verwirrung schon statisch erkennen oder willst du nur verbieten, dass der Programmierer statischen Cast für alle Objekte benutzt, die eine virtuelle Funktion haben? Usually in C++ we try to load as much checking as possible at compile time, so we do not have to. Nein, ich möchte nur Bugs finden. Wie üblich bei C++ versuchen wir möglichst viele Checks zur Compile zu machen. So UBSAN UBSAN hat einen ähnlichen Ansatz, versucht alle Static Cast in dynamischen Cast zu verwandeln und sie zu ersetzen. Aber wie das Greeter Example gezeigt hat, ist die Basisklasse nicht notwendigerweise polymorph. Also man läuft in seltsames Laufzeitverhalten. Also wenn die Basisklasse nicht polymorphisch, und wenn man einen statischen Cast in einen dynamischen Cast umwandelt, dann scheitert es. C++ Code ist sehr, sehr messy, sehr unsauber. Man kann es als eine Warnung berichten beim Kompilieren, aber dann muss man etwas nicht polymorphe Basisklassen
unterstützen, die sind sehr überraschend häufig, insbesondere für Browser. Es gibt sehr viele Basisklassen, die nicht polymorph sind. Danke für den guten Tag. Du erwähntest, dass man in Firefox manche Objekte freigegeben werden und dann wieder benutzt werden. Kann man darauf das irgendwie eine Speichersicherheitsanalyse bauen? Ja, bestimmt. Temporal Memory Safety haben 2- bis 3-fachen Overhead. Das heißt, es ist viel teurer als das, was wir machen. Aber das wäre kein Hindernis fürs Fuzzing, oder? Wenn man es nur für Fuzzing benutzt und nicht in Produktion? Ja, bestimmt. Aber idealerweise würde man das mit anderen Sanitizern kombinieren, zum Beispiel mit einem Type Sanitizer, noch kombiniert mit was wie Spatial und Temporal Speicher Sanitizer. Und du hast gefragt, ob zusätzliche Daten, die man von Type Safety Systemen von Speichersicherheitssystemen hat, ob das nützlich wäre für unsere Analyse. Und ich würde sagen, dass zeitliche Speichersanitizer das gleiche Problem haben. Und das ist C oder C++. Das heißt, wir haben ganz viel ungetypten Speicher. Und Firefox benutzt den Speicher nochmal neu, obwohl es noch Referenzen darauf gibt und ändert dann den Typ. Und C++-Semantik erlaubt das, ist nicht illegal. Ist nur, dass es einfach ganz, ganz schmutzig und ganz, ganz messy ist. Und dann hat man eben diese Probleme. Ich bin ein bisschen von deiner Terminologie verwirrt. Denn nur weil das Typsystem nicht dynamisch trackt, heißt nicht, dass es nicht existiert. Wäre es nicht besser, eine statische Lösung zu haben, die verhindert oder verbietet, die Downcasts verbietet, die statisch sind. Und Entwickler zu zwingen, nur dynamische Downcasts zu benutzen. Das wäre sehr viel schneller, als einen Fuzzer zu haben, der die ganze Applikation fasst, weil das Problem zur Kompilierzeit gefunden wird und nicht irgendwann später bei einem Fuzzing-Step. Ja, das wäre eine tolle Lösung, aber das skaliert leider nicht. Dann versucht das mal für 57 Codezeilen zu machen, wo man mehrere tausend Violations hat. Die Software neu zu schreiben, ist immer eine gute Idee, aber manchmal geht es zeitlich einfach nicht. Das ist einfach der Source Code, den wir haben. Und es ist eine tolle Lösung und es würde super funktionieren, solche Downcasts oder Confused Downcasts zu verhindern. Aber in Wirklichkeit hat man natürlich ein Problem, die ganze Software neu zu schreiben. Und es gibt nicht polymorphe Objekte, wo man dynamische Casts nicht forcieren kann. Das heißt, man kann nur für polymorphe Objekte dynamische Casts machen. Und es gibt vielleicht illegale Downcasts, die kann man auch in polymorphen Objekten haben. You can take it offline. It sounds a little bit more complicated. Microphone 2. Thank you for the talk. Danke für den Vortrag. Ganz am Anfang hast du die Behauptung aufgestellt, dass statische Casts keinen Code einfügen. Das ist nicht ganz klar. Die Implementationen unterscheiden sich. Insbesondere wenn man schiebt Sachen hin und her, insbesondere wenn man einen Typ mit mehreren Basisklassen hat. Typversion, wenn man zu einem Void-Pointer castet und dann von dem Void-Pointer zu einer anderen Klasse castet, dann macht er diese Shift-Operation, um verschiedene Basisklassen zu unterscheiden, nicht. Wie versucht ihr, diese Fälle zu entdecken? Ich meine, für unser System, ja, wenn man Speicher anfordert mit einem spezifischen Typ und wenn man einen neuen Foo-Typ anlegt, dann speichert man, dass dieser Speicherbereich vom Type Foo ist. Und dann kann man mit dem Pointer alles machen, was man will. Und der Speicherbereich hat immer noch den Tag Foo. Und wenn man es in einen anderen Typ castet, dann gucken wir trotzdem nach, was ist der Basistyp von dem Objekt. Und wenn es auch auf einen
Type Foo gecastet wird, dann ist okay und sonst nicht. Ich meine, auch wenn man von einem Void Pointer castet, ja, von allem, von irgendwas castet. Und das bringt mich zu einem Thema, worüber ich nicht gesprochen habe. Und C-Style-Casts gehören zu den ekligsten Sachen, Features, die C++ hat. Und ich wollte nur mal sagen, darauf hinweisen, auf dieses hässliche Feature. Und ein Cast wie in C, nur mit Klammern und dem Target-Typ, dem Zieltyp. Und das ist ein Hammer, der einfach dieses Objekt in einen anderen Typ mit Gewalt reinhämmert. Und das ist, mach aus diesem Speicherbereich diesen anderen Typ. Und das ist das Hässlichste, was man überhaupt machen kann. Und wenn man in C Plus programmiert, macht niemals, nie unter gar keinen Umständen diesen C-Typ, diesen C-Cast, weil es alles kaputt macht. Ich wundere mich immer, was mit Safari versucht hat und was passiert ist. Nein, haben wir nicht gemacht. Wir haben es mit Firefox gemacht und ein bisschen mit Chrome. Aber nochmal, unser zukünftige Arbeit ist, das auf mehr Software auszudehnen und größere Software. Aber für dieses haben wir uns auf kleinere Bibliotheken konzentriert. Aber wenn jemand noch mehr Ressourcen hat und uns zur Verfügung stellt, gerne. Wenn du es auf Safari machen willst, klar, es ist Open Source, mach das mit Safari. Und ich dachte, du hast mehr von diesen Firefox-artigen Sachen habt, so wie sie casten. Also die Unterschiede zwischen Firefox und Chrome sind, ich weiß nicht, Safari, aber der Unterschied zwischen Firefox und Chrome ist, Firefox hat eine sehr alte Codebasis. Es ist ganz viel hässliches Zeug da drin und wir haben Sachen gefunden, die direkte Dispatches machen oder indirekte Dispatches machen in Assembler. Und die machen seltsame Sachen mit VTable-Zeigern und in Inline-Assembler-Code. Und das liegt an den Altlasten. Und Chrome ist etwas neuer und benutzt neuere C++-Standards und ist viel schöner. Und wir werden wahrscheinlich nicht so viele Fehler finden. Und das Alter des Codes ist einfach schlecht bei Firefox oder führt zu viel mehr potenziellen Verwundbarkeiten. Microphone 4. What you did is like super cool and so on, but I'm just, my question is like the concept of downcasting is. Das, meine Frage ist, das Konzept des Downcasts ist nicht richtig. Und wenn euer Tool es Leute erlaubt, weiterhin Code-Smells zu schreiben und riechenden Code zu schreiben, wäre es nicht besser, dass das Leuten helfen würde, nicht räuchenden Code zu schreiben. Ja, ich bin unbedingt dafür, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt nur diese 100 Millionen Codezeilen, die rumliegen und die können wir nicht mal eben schnell loswerden. Und was wir versuchen ist, wir machen das so sicher wie möglich. Wir versuchen, Verwundbarkeiten in existierendem Code zu finden. Aber wenn man unbegrenzte Ressourcen hat, dann schreiben wir mal gerade eben alles neu in einer sicheren Programmiersprache. Finde ich super, ich bin dafür. Aber der Fakt, dass wir diese Riesenmenge alten Code rumliegen haben und benutzen, müssen wir einfach das Beste daraus machen und versuchen, den Schutz von diesem Code etwas zu erhöhen. Danke für die gute Arbeit. Hast du irgendwelche ähnlichen Ideen für C-Code? Ja. Ist darauf schon was getan? Kann ich darüber was lesen? Das ist noch Arbeit, noch in Arbeit, aber du kannst mit mir sprechen nachher darüber. Danke für den Vortrag. Ich möchte fragen, warum Sie die Typen bei der Allozierung euch merkt und nicht im Konstruktor. Das würde für mich viel natürlicher mehr wirken. Nicht alle Typen haben einen Konstruktor. Das heißt, was wir machen ist, wenn man einen neuen Typ anfordert, dann benutzen wir nicht den Allocator, sondern durch Clang wissen wir, wo der Allocator ist und können den dann kennzeichnen. Und was wir mit dem Clang machen ist, wir indizieren alles und taggen alles
wo die Allocator sind und machen dann die Instrumentierung in einem späteren Schritt und deswegen erwischen wir dann auch alle. Und das heißt, wir haben eine größere Abdeckung dadurch. Nicht nur Klassen mit Konstruktoren, sondern auch alle Objektanforderungen. Und wenn man sich vorstellt, das haben wir in einiger älterer Software gefunden, wenn man malloc aufruft mit einem struct und benutzt es dann als Klasse. Das heißt, dann könnte man nie rausfinden, wenn man als einen instrumentierten Constructor, und in Firefox passieren solche Sachen und anderen älteren Code, man ruft malloc statt new auf und benutzt einen struct statt einer Klasse. Und ich sag schon, der Code ist wirklich hässlich. Und hier sieht man die Gemeinsamkeiten von C und C++. Und eine Klasse ist nur ein Struct. Und wenn man Objekte als Struct alloziert, dann verliert man ganz viele Objekte. Sollte dein statischer Cast nicht in der Kompilierzeit scheitern, wenn man so etwas macht? A class can be a struct, right? Eine Klasse kann ein Struct sein, die sind äquivalent. Und wenn das derselbe Typ ist, dann kann man Struct als Base-Type benutzen und dann kann man eine Klasse haben, die ein Descendant ist davon. Ah, jetzt verstehe ich jetzt, danke. Ja, C++ ist hässlich. Und jetzt sind wir am Ende der Fragen. Ich möchte unserem Sprecher Matthias noch einmal danken für diesen großartigen Vortrag und dass er uns diese C++-Haufen, diesen hässlichen Sachen gezeigt hat. Vielen Dank.